Hallo und herzlich willkommen zurück zu Monkey Island 3. The Curse of Monkey Island. Der Fluch von Monkey Island. Tja, wir waren hier gerade dran, unser letztes Crewmitglied zu bekommen. Und der da wäre Haggis McMutton. Und den müssen wir bekanntlich im Stammweitwurf besiegen. Und das wollen wir jetzt einmal in Angriff nehmen. Was um alles in der Welt ist ein Stammwurf? Der Stamm ist ein großes Stück Baum. Wir gehen zum Spielfeld und jeder von uns wirft den Stamm so weit er kann. Derjenige, der ihn am weitesten wirft, ist der Sieger. Das ist der bekloppteste Sport, von dem ich je gehört habe. Und ich habe Kabelfernsehen. Ei, aber mit Traditionen lässt sich nicht diskutieren. Der Stamm ist ein großes Stück Baum. Ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Klingt toll. Fangen wir an. So, ja, das war ja schon mal gut. Hey, ich habe gewonnen. Beim Toupet meines Großonkels McManus. Niemals zuvor habe ich solche Stärke gesehen. Sicher komme ich in deine Mannschaft. Ich warte im Laden, bis du bereit bist zu gehen. Jawohl, und damit hätten wir eigentlich, glaube ich, alle drei Crewmitglieder jetzt beisammen. Und ich glaube, wir haben das Schiff, wir haben die Karte und wir haben die Crew. Ich glaube, wir können aufbrechen. Haha, auf zu hoher See. Los geht es, auf zum Schiff. Ah, es geht direkt los, wir müssen gar nicht zum Schiff. Tja, Leute. Ich habe eine Mannschaft, eine Karte, ein Schiff und endlich Elaine zurück. Wir sind auf hoher See. Also nehmen wir Kurs auf Blood Island, um den Fluch aufzuheben und Elaine zu retten. Wie wär's, Leute? Lasst uns zu Blood Island aufbrechen. Lasst uns in See stechen und unser Schicksal in die Hand nehmen. Leute? Das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Ha! Kapitel 3? 3 Laken im Wind. Wo war denn Kapitel 2 eigentlich? Ach, das, ja, nee, stimmt. Ah, das erste Kapitel das war ganz Meer. Kurz, wo wir aus dem Schiff rausgebrochen sind. Das Meer. Da freut man sich, am Leben zu sein. Ich glaube, das Schiff folgt uns. Hört die salzige Gischt. Im Wasser blinkt das Sonnenlicht. Kein schlechter Tag für einen Seemann nicht. Es ist ein Piratenschiff. Wir müssen es abhängen. In Ordnung, Männer. Folgt mir. Hey, seht, Leute. Ein Wal. Wo? Wo? Das Schiff holt uns ein. Halsabschneider Bill, hiss das Topsegel! Ist das ein Pottwal? Nee, nee, Junge. Sie entern uns! Mannschaft, helft mir hier heraus! Er ist allerdings ein Exemplar der Ketakia-Unterordnung Mystiketi. Ich glaube, du hast recht. Nun ja. Richelieu, Sie sind es also. Was wollen Sie? Außer einem guten Toupet. Ich bin wegen deiner Karte des sagenumwobenen Blood Island gekommen. Und dann werde ich den Diamanten finden, den du erwähnt hast. Der wäre ein prima Briefbeschwerer für mein Schreibpult. Oh, seht, er bläst. Ah. Ah. Wissen Sie, Glatzkopf, ich werde Ihnen die Karte niemals geben. Ich brauche sie, um Elaine zu retten. Dann muss ich sie dir eben mit Gewalt abnehmen. Dieser Wal ist bestimmt 100 Fuß lang, 30,5 Meter, und wiegt bestimmt 200 Tonnen. Du weißt natürlich, dass in einem Schwertkampf ein scharfer Verstand wichtiger ist als eine scharfe Klinge. Natürlich. Jeder weiß das, Fleischmütze. Bringen wir es hinter uns. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ach ja? Nun, du kämpfst wie eine Kuh. Nein, 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 nein. Das ist völlig falsch. Was? Auf dem Meer kämpfen wir ein wenig anders. Auf dem Meer müssen sich alle deine Beleidigungen und Drohungen reimen. Was? Also, wenn ich sage, bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert, sagst du? Ich habe einst Gold bekommen, aber es war nur zinklegiert? Nein, du sagst, das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Wir versuchen das nochmal, nicht wahr? Du bist so hässlich wie ein Affe im Negligé. Ich warte. Ich. Woher kennen wir das? Wie ich mir dachte. Du bist ein Amateur am Schwert. Gib mir die Karte. Hier, nehmen Sie sie. Das ist eine Karte? Sobald ich mit der Piraterei in diesen Gewässern fertig bin, geht es nach Blood Island. Bis zum nächsten Treffen. Pipu.
Ja, das ist also ein Comeback von Monkey Island. Ich muss diese Karte zurückbekommen, oder wir werden Blood Island niemals finden. Danke, Jungs. Ihr wart mir gerade wirklich eine riesige Hilfe. Dort musste es sich aber, glaube ich, nicht reimen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und hier kommt noch eine Schwierigkeit hinzu. Ja, Mr. McMutton. Wir fragten uns, was für ein Kapitän du bist. Was meinst du, Haggis? Nun, manche Kapitäne sind Männer der Tat. Sie mögen es, völlige Verantwortung und Kontrolle über das Schiff zu haben. Andere Kapitäne bevorzugen es eher, sich auf die geistigen Aspekte des Kapitänseins zu konzentrieren. Der Kapitän, der ein Mann der Tat ist, wird es unzweifelhaft schwerer haben, andere Schurken der See zu schlagen in der schnelllebigen Welt des Schiffskampfes. Dem akademischen Pirat werden Schiffe begegnen, die weniger aggressiv und deshalb einfacher und schneller im Kampf zu schlagen sind. Ich verstehe. Also, Captain Freeport, welcher Typ von Kapitän bist du? Ich mag eine harte Seeschlacht genauso wie jeder andere Kapitän. Anspruchsvoller Schiffskampf, wie gewünscht. Gut, ich weiß nicht, was das genau jetzt zur Sache tut. Naja, egal. Jedenfalls müssen wir jetzt wieder beleidigen, mitreimen. Und ja, wollen wir mal sehen, was das jetzt hier so bringt. Viele Schätze dürfen ja hier nicht drauf sein. Ich glaube, wir haben auch nicht viel. Schwächliche Kanonen haben wir. Und eine Seekarte. Und ich glaube, die können wir benutzen, um um weiterzukommen. Wollen wir doch mal sehen. Da ist zum Beispiel ein kleines Schiff. Und das werden wir doch mal direkt ansteuern. So. Da sehen wir, von wo der Wind kommt. Das heißt, in die Richtung müssten wir schneller fahren. Wo ist es denn? Da. Und jetzt müssen wir schießen. Mit der rechten Maustaste können wir Kanonenkugeln schießen. Leider ist es irgendwie ein bisschen schnell. Hallo. Einmal getroffen. Ja. Es ist nicht so einfach, aber es ist auch schnell. Komm mal her, du. Nein. Jetzt. Jetzt gibt's Volltreffer hier. Und Batz nochmal. Also der Wind dreht hier ziemlich fix. Verdammt. Ah. So, jetzt. Knallt. Wow. Ah. Die Piraten wurden besiegt. Die Syphilis sollst du dafür kriegen, dass du auf mein Schiff gekommen bist. So, ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! Wollen wir doch mal sehen. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Hoffentlich zerrst du mich jetzt nicht in Separé. Okay. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Ha, das kennen wir. Das war ja auch leicht, dein Atem hat sie paralysiert. Wir haben keine weiteren Beleidigungen, das heißt... Du bist hässlich. Ist das das Beste, was du zu bieten hast? Ich fand's gut. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Dafür haben wir das noch nicht. Das Essen auf den Schiffen wird nicht gerecht portioniert. Okay. Ich glaube, du hast einen Schatz. Gib ihn her. Ich habe keinen Schatz. Warum glaubst du, habe ich dich angegriffen? Ich schätze, ich brauche mehr Übung in diesem Schwertkampfzeugs. Wenigstens habe ich es ihnen während der Seeschlacht gezeigt. Dann direkt nochmal. Wenn du was um dein Leben gibst, dann verschwinde besser. Weil wir den schon besiegt haben, deswegen. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! Dafür kennen wir die Antwort. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. Okay. Bis jetzt wurde jeder Gegner von mir eliminiert. Das war noch was anderes. Das war ja auch leicht. Dein Atem hat sie paralysiert. Gut, das kennt er sowieso. Du bist blöd. Ja, ist das das Beste, was du zu bieten hast? Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Das kennen wir ja sowieso nicht. Bevor es glitschig wird, sind deine Schuhe imprägniert?
Ich glaube, du hast einen Schatz. Gib ihn her! Glaubst du nicht, dass wenn ich einen Schatz hätte, ich ihn ausgeben würde, bevor ich mich mit Typen wie dir anlege? Ah, wahrscheinlich schon. Naja, macht nichts. So, direkt nochmal. Ihr seht, das ist wie in Teil... Wenn du eine Tracht Prügel suchst, bist du hier genau richtig. Du musst erstmal lernen. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache! So, mein Name wird überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Ich verkenne die Antwort nicht. Das ist so langweilig. Ja gut, das kennen wir alles drei. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Ich zittere. Ja, kennst du die Antwort, du Idiot. Du bist so hässlich wie ein Affe in einem Negligé. Ich bin Gummi, du bist Stahl. Okay, also mit dem sind wir wohl fertig. Bam. Du hast gewonnen. Gib mir deinen Schatz, du dreckiges, ungewaschenes Ding, du. Ich wollte ihn sowieso nicht. Dieser schreckliche Fluch lastet nämlich auf ihm. Ja, ja. Was? Kleiner Scherz. Wir haben Beute gemacht. Okay, wir haben Beute gemacht. Und jetzt können wir nämlich, glaube ich, müssen wir mal testen, zurück zu Plunder Island. Ja, und der hier verkauft nämlich jetzt Kanonen. Und da wir jetzt einen Schatz haben, können wir uns bessere Kanonen kaufen. Ich schätze, du hast eine wichtige Lektion im Betrügen gelernt. Habe ich bestimmt, Mister. Himmel, ich werde nie mehr jemanden betrügen. Ehrlich. Ich habe ein neues Geschäft und Himmel, es wächst. Ja, bitte? Ich verkaufe Waffen. Sag mir, dass du lügst. Ich lüge nie mehr, Mister. Sie haben mir das Licht gezeigt. Kann ich Sie für Schrapnellmunition begeistern, die exquisite Schmerzen und qualvolle Leiden über Ihre Feinde bringt? Ich möchte mal. Was hast du wissen, heute im Angebot? Heute Kundennamen hier einsetzen. Wie war doch gleich Ihr Name? Guybrush Threepwood. Heute, Mr. Piepglut, kann ich Ihnen die gesamte Palette von Bobs Baumlange Bomben Bumskanonen GmbH und Co. anbieten. Als Einsteigermodell haben wir das Modell Freibeuters Freund. Wir haben auch folgende Kanonenmodelle lieferbar. Die Ouchmaster, die Lochmacher Deluxe, die Schmerzspender 2000, Mr. Massaker und schließlich die Kanone, die der furchterregendste Schuft René Richelieu persönlich benutzt, die Destructomatic T-47. Also, haben Sie Interesse an einem der Modelle, Mister? Ja, ich weiß noch nicht, wie viel Geld wir haben. Wir sagen, wir fangen mal mit der Freibeuters Freund. Ich nehme die Freibeuters Freund. Die Freibeuters Freund soll es also sein. Ich muss gerade mal im Lager nachsehen. Ja, wir haben sie. Sie werden nicht enttäuscht sein, mein Freund. Nun, zahlen Sie in Dublonen, Juwelen oder gefangenen Jungfern. Da. Mein Schiff ist voller Beute. Tja, der Betrag in Ihrer Schatzkammer reicht nicht für dieses Modell. Was? Nimmst du meine alten Kanonen in Zahlung? Nun, ich weiß nicht. Sie sind ganz schön durchgeknallt. Warten Sie, während ich die Listenpreise nachschlage. Okay, meine Mama wird Ihnen schnell die neue Kanone installieren. Wo sie schon einmal dabei ist, lasse ich Sie direkt den passenden Betrag aus der Schatzkammer holen. Und die alten Kanonen abholen. Mama! Okay, ja. Das heißt, wir haben jetzt hier neue Kanonen. Kanonen Typ 2 mit einem Fernrohr obendrauf. Wollen wir doch mal sehen. So, jetzt müssen wir den erstmal besiegen hier. Aber unsere Kanonen sollten jetzt ein wenig besser sein. Ha, das ging einfach. Wie kannst du es wagen, mein Schiff anzugreifen? Tja, jetzt knallt's, mein kleiner Freund. Ich bin Guybrush Threepwood, ein mächtiger Pirat. Dass ich nicht lache. So, das haben wir. Überall in der Karibik wird mein Name respektiert. Zu schade, dass das hier niemanden tangiert. Gut. Fühle ich den Stahl in der Hand, bin ich in meinem Metier. Ja gut, kennen wir eh nicht. Mit deinem Repertoire an Sprüchen wäre ich auf Welttournee. Wirst du laut Testament eingeäschert oder einbalsamiert? Desinfiziert war das, ne? Sollte ich in deiner Nähe sterben, möchte ich, dass man mich desinfiziert. So, dann können wir ihm das mit dem Metier doch fragen eigentlich, dachte ich bis gerade. Du bist hässlich. Was für eine amateurhafte Beleidigung.
Oh. Öffne deinen Laderaum, damit ich deinen genau Schatz nehmen kann. Richtig, der Timer Schatz, abgelaufen. Du willst deinen Schatz? Perfekt. Tut mir leid, ich habe gerade keinen. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Monkey Island 3. Bis dahin, macht's gut.